Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project Cars 2. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennen. Dann geht's nämlich nach Monza. Auf geht's. Jo. Bin mal gespannt. Ja, mal gucken, was heute drin ist, ne? Auf geht's. Der Regen? Sehe ich das richtig? Ja. Regen und Nacht, das ist auch mal reizvoll. Naja, gucken wir einfach mal, was drin ist. Ja, dritte Rennen diese Woche. Heute ist mittlerweile schon wieder Mittwoch. Alter, geht diese Woche geht mittlerweile verdammt schnell rum. Ja. Aber gucken, ja. Ist doch schön. Ist bald wieder Wochenende geworden. Noch morgen, das Rennen in Zolder. Oder Rennwochenende in Zolder. Und dann geht's in die Formel 1 weiter nach China. So, ja, wie gesagt, heute steht halt hier uns schon bei euch für uns das Monsterrennen. Und los geht's, also ich will eine ganz kurze Strecke sein. Ich würde diesen mal wieder so eine Kurzfolge werden. Aber passt dann. Bei euch. Ja, so. Ach, das ist jetzt gerade die Zeit. Oh, ja. Ist aber... Ja. Okay, das war... Sorry, nicht von den Kindern rollen. Ich habe ja so kurz wieder schon eine Rückzeit gesetzt. Ich muss jetzt anmachen, wenn ich muss wieder auf Assi geben, um den zumindest kurz auf zuerst den Lauf zu holen. Nach diesem Rennen gibt es eine neue Serie. Ja. Ich habe es nur diese Runde. Ich glaube, das ist die nächste Runde.
kurz vorbei. Ja, 10 Minuten 20 noch. Jetzt haben wir das hier wirklich nicht mehr, immer noch ein bisschen Verkehr haben. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich wieder so eine ähnliche Folge wie beim Auftakt am Montag. Das ist der Kollege. Der könnte aber auch mal ein bisschen Gas geben hier. Er sollte zumindest auch mal ein paar Pünktchen mitnehmen, das wäre für mich auch einfacher. Weil wir, glaube ich, jetzt mittlerweile irgendwie von 13 Rückstand auf die Spitze haben. Naja. Guck mal, wie lange was in diesem Rennen hier drin ist. Ja, mal gucken, wie gesagt. Den kämpfen wir gerade hier. So, dann fahren wir uns unter den Autos durch. Schön, dass unser Kontrahent momentan auch nicht Punkte holt. Der auch noch 9 klebt. Dann noch 4. Da ist auch der 4. Nur weg haben. Ja, 7 Minuten noch. Zeigen wir, das hätte ich sogar die Idee vorne. Relativ unwichtig gerade. Neue Bisschen Sektor 1 sogar. Haben wir da nochmal eine Zeit hingesetzt? Zwei hat auch nochmal eine neue Zeit rausgehauen, das wird immer noch eine neue Bestzeit werden.
Ja. Ah, du bist ja jetzt in der Box gewesen? Oder bin ich wieder so schnell unterwegs? Naja, dann war es was. Zurück zur Box. Zum Ende springen passt. Ja, Kollegen, unsere beiden Kollegen auf 4 und 9 momentan. Also das ist schon mal ein sehr gutes Zwischenergebnis. Und unser Kollege auf 8. Ja, auf geht's. Führt. Den muss ich, einen muss ich wegschießen hier vorne. Der fährt jetzt noch gar nicht mehr weit weg. Dann holen wir uns hier wieder die Führungsposition. So, die erste Runde ist rum. Wir liegen wieder vorne. Hier fährt man jetzt auch perfekt. Drei. Und zwar jetzt. Konkurrenten mit den ersten sechs, das ist immer gut. Gleich durch hier. Gleich haben wir die vorletzte Runde. Das ist nett. Dankeschön. So, vorletzte Runde. Bei den Überrundungen, an der ersten. So, man geht jetzt, bevor ich schon ist irgendwas gefällt. Ah, das ist der Kollege hier. Letzte Runde. Die zweiten auch noch von denen aus dem Feld raus.
lustig und dann zu witzig. Und dann sind wir durch. Also für heute. Ja, Pommes für uns. Alle Zickel sind mehr, ne? Doch, er erzählt sogar noch. So, ja, passt. Auf 10 ist ja eine 0 Ziel gekommen, sehr schön. Ja, die Wertung messe ich auf jeden Fall erstmal so wieder vorne. Da haben wir den nämlich jetzt schön beide Positionen gekostet. Sehr gut, passt. Na, unser Kollege hat nicht viel Punkte auf dem Konto. Weil ich nicht weiß, wie viel der jetzt geholt hat. So. Gut. Dann war's das für uns heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Project Cast 2. Dann geht das letzte Rennen nach Zolda. Beziehungsweise jetzt zum letzten Rennen nach Zolda. Und dann geht's zum Abschluss am Montag nochmal nach Oschersleben und dann sind wir durch mit dieser Serie. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich freue mich dann, wenn ihr mit am Start seid. Bis dahin und ciao.